FM15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 aus. Ja, herzlich willkommen bei uns im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 aus. Mein Name ist Brigitte Neichl, ich bin die Museumsleiterin. Herzlich willkommen auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann sich später das via YouTube ansehen. Auch Sie können natürlich dann das noch nachsehen. Und wir haben heute, ich muss es wieder sagen, auch wenn ich das bei jedem Vortrag sage, wir haben heute einen ganz besonderen Vortrag. Aha. Nicht nur vom Thema her, das sowieso, öffentlicher Verkehr im 15. Bezirk, aber das Besondere ist auch, dass wir sowohl Bilder hier mit dem Beamer quasi an die Wand geworfen bekommen, als auch, dass wir dann Dias zu sehen bekommen. Und das ist unser erster Dia-Vortrag jetzt seit ich da bin, seit 1995. Davor natürlich war das Mittel der Wahl quasi. Da hat man da eine Leinwand aufgestellt, mühsam, und dann ist halt der Dia-Projektor angeworfen worden. Aber seit es halt Computer und Beamer und alles gibt, ist das jetzt nicht mehr so häufig. Und wir werden heute beides haben. Bilder vom Laptop und Bilder von den Dias. Ja, und heute habe ich den Karl Zellhofer zu Gast. Das ist ein ausgewiesener Experte für den öffentlichen Verkehr. Oh ja, der kennt sich super aus und macht das schon seit 50 Jahren, 40 Jahren. Ja. 30. Na, sagen wir 30, sagen wir milde, seit 30 Jahren. Er fotografiert, er macht Spaziergänge, er ist zum Beispiel im letzten Achter, ich weiß nicht, wer den Achter noch kennt, da ist er natürlich mitgefahren, ich auch, ja. Also ein Freak, kann man sagen, ein bisschen. Genau. Ein Verkehrsbetrieb. Das klingt ein bisschen negativ, aber ich nehme es zur Kenntnis. Nein, ich meine das sehr nett. Freak, ja. Aber es ist schon was Besonderes, wenn man sich so ein Thema nimmt und dann wirklich so umfassend da Bescheid weiß. Ich sage jetzt nur, ich weiß nicht, ob du das dann erzählen willst, du hast ja eigene Worte auch kreiert. Nämlich, wenn an den Hauswänden, wenn noch Spuren sind, wo da die Stromleitung angehängt wurde, das heißt Olp Na, oder Solp? Oberleitungsbefestigung und... Das waren so Rosetten, ja. An denen die Oberleitung befestigt war. Das ist ein Olp. Eine Oberleitungsbefestigung, ja. Haben wir es genannt, Olp. Ja. Und was ist dann der Zolp? Ein zugemauerter Oberleitungsbefestigung ist ein Zolp, ja. Aber das hast du erfunden, das Wort, ne? So wie erfunden. Na bitte, also er hat auch Worte kreiert. Ja, und wie gesagt, wir werden ein paar Umbauten haben, Sie werden das auf YouTube dann nicht haben, da gibt es dann natürlich einen Schnitt, aber wir werden jetzt ein paar Umbauten haben, weil wir ja... Erstens einmal müssen wir jetzt umstellen die Kamera auf den sitzenden Herrn Zellhofer. Dann, wenn die Bilder fertig sind, dann müssen wir wieder einen Umbau machen zu den Dias. Aber es wird sicher sehr spannend. Ich habe zwar die Bilder jetzt so im Schnelldurchlauf schon gesehen, aber die ganzen Bemerkungen dazu, was du alles erzählen wirst, das habe ich jetzt noch nicht so im Detail. Das heißt, ich bin auch schon sehr gespannt, weil ich mag auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, also darum ist ja auch einer der Gründe, warum ich ihn mir hergeholt habe. Das brauche ich nicht zu einem anderen Vortrag gehen. Ich hole mir einfach die Dinge, die mich interessieren, natürlich auch mit dem Bezirk zu tun haben, die hole ich mir einfach ins Museum. Und ich hoffe, es wird Ihnen genauso gut gefallen wie mir. Ich bin da schon fest überzeugt davon. Im Anschluss können Sie dann gerne noch sich die Ausstellung anschauen, wenn Sie möchten, oder auch ein anderes Mal wiederkommen. Ja, und dann will ich gar nicht mehr lange aufhalten und würde sagen, ich bin bereit, ja, wenn du irgendwas okay. Technisches brauchst, aber bitte, ja. Ich lausche ja. Und schaue. Gut. Gut, dann kommt jetzt schon die erste Umbauphase. So, ich danke mal der Frau Professor Neichl für die Einladung. Einladung ist gut gesagt, seit 3 Jahren bekniet sie mich schon, ich möge einen Vortrag über öffentlichen Verkehr im 15. Bezirk halten. Und zuerst habe ich abgelehnt, weil ich bin aufgewachsen im 20. Bezirk und meine Berührungspunkte zum 15. Bezirk sind Lugner City, Stadthalle, Westbahnhof. Ich
so wie den meisten Menschen in Wien. Und dann irgendwann war ich sogar in einem Theater, in einem Kellertheater in der Nähe vom Westbahnhof. Und irgendwo auf der Mariahilferstraße gibt es ein aufgelassenes Kino, auch dort war ich. Und auch vis-à-vis vom Westbahnhof gibt es ein Kino, oder hat es gegeben, Club West, glaube ich, hat es geheißen. Und dort war ich auch im Kino, beziehungsweise in der Zahnklinik, weil ich eine Zahnspange hatte und bei der Eisenbahner versichert war. Deswegen musste ich regelmäßig dort zur Kontrolle hinfahren. Das waren meine Berührungspunkte zum 15. Bezirk. Und so habe ich mir gedacht, naja, öffentlicher Verkehr, das artet in Arbeit aus. Ja, so ungefähr war es auch. Und möchte auch bemerken, wenn ich so schaue, ist eine überschaubare Menge hier. Und ich denke, dass diese Leute, die hier sind, wirklich Interesse an öffentlichen Verkehr haben, der ja doch irgendwo eine relativ spröde Materie ist. Gut, ich habe das so aufgebaut, dass ich mit der Gegenwart beginne und zeitweise in die Vergangenheit springe. Dann kommt wieder ein größeres Kapitel, was länger in der Vergangenheit ist. Sie werden sehen. Also das ist kein chaotischer Vortrag, sondern es ist mit System, dass ich so hin und her springe. Fangen wir an in der Gegenwart. Linie 57a hat ersetzt die Straßenbahnlinie 57. Hier die Endstation oben bei der Remise Rudolfsheim. Hier sehen Sie einen Schienenersatzverkehr für die Linie 6, Haltestelle beim Westbahnhof. Gürtel ist übrigens die Grenze vom 15. Bezirk. Dann gab es einen weiteren Schienenersatzverkehr, Linie 52E, hier beim Westbahnhof. Schienenersatzverkehr sind immer dann notwendig, wenn es Gleisbauarbeiten gibt. Hier die Linie 57A von der Stadtbahnstation, nein, von der U6-Station, Gumpendörfer Straße gesehen, Richtung 6 Hauser Straße. Hier eingekeilt ein Bus der Linie 48a. Links die Lugner City ist 15. Bezirk, rechts die Straßenseite ist bereits der 16. Bezirk. 48a ist eine sehr stark frequentierte Linie. Es wird immer wieder gefordert, dass die auf Straßenbahn umgebaut wird, aber in Wien baut man lieber Straßenbahnen dort, wo sie niemand stören. Wie zum Beispiel der 27a, irgendwo im 22. Die Linie O ist verlängert worden ins Nordbahngelände, dort stört sie niemand. Hier würde die Straßenbahn sehr wohl stören. Das war jetzt eine boshafte, polemische Bemerkung von mir. Das ist die Linie 12a. Linie 12a, Ecke Felberstraße, Schweglerstraße, ersetzt in dem kurzen Stück in der Schweglerstraße die ehemalige Linie 9. Und jetzt bleiben wir gleich beim Autobus, da gehe ich noch einmal in die Vergangenheit jetzt gleich zurück. Autobuslinien im Bezirk, ich muss mein Skriptum nachschauen, weil auswendig habe ich es nicht gelernt. Die erste Linie im Bezirk überhaupt, die den Bezirk berührte, war die Linie 4. Die Linie 4 war unterwegs vom Westbahnhof zum Praterstern. Und zwar vom Jahre 1929 bis zum Jahre 1970. Über den Stephansplatz hat diese Linie geführt. Und dann war die nächste Buslinie, die gekommen ist, eben die Linie 57a als Ersatz für die Straßenbahn. Relativ spät ist dann der 10a 1986 eingeführt worden, zunächst einmal als Ersatz quasi für die Vorortelinie. Die Vorortelinie ist ja 1987 bekanntlich eröffnet worden. Und auch ganz interessant, es hat Gegner gegeben der Vorortelinie, die behauptet haben, wir haben eh den 10a. Und wer die Situation kennt, der weiß, dass die Vorortelinie-Züge alle 10 Minuten fahren und voll sind und dass der 10a genauso voll ist. Also wirklich absurd, dass man sich sowas überlegt hat, dass eine Buslinie genügen würde. Dieser 10a ist ständig verlängert worden, 1994 verlängert bis zur Ionstraße und ab 1996 dann weiter ins Wintal bis zur Liederhofstraße, zur U6-Station.
Dann ist der 12a gekommen. Leider habe ich nicht die Jahreszahl. Das aber ebenfalls, seit 1989 gibt es den 12a. Der erschließt den Bezirk in Nord-Süd-Richtung oder in Süd-Nord-Richtung, je nach Betrachtungsweise. Und der ist ebenfalls in Etappen verlängert worden. Fort von der Eichenstraße, irgendwelche skurrilen Schleifen und Windungen bis zur Schmelz. Und dann gibt es als jüngste Buslinie seit 2020 den Nachtbus N8 am Gürtel, der fährt vom Handelsquai nach Alterlan. Dann gibt es noch seit 1995 den Nachtbus N49, fährt von Ring nach Hütteldorf. Und während des U6-Umbaus waren die Linien 9a und 63a bis zum Gürtel verlängert. Die haben dann die Straßenbahnlinie 8 ersetzt, eine Zeit lang. Und schließlich gibt es noch den Flughafenbus. Das sind die Buslinien im 15. Bezirk. Hier der 12a auf der Brücke über die Westbahn. Der 10a auf der Schmelz. War früher der große Paradeplatz, ist jetzt der große Schrebergartensiedlung oben und das ist der Flughafenbus, hier vor dem Westbahnhof. Der Westbahnhof, noch einmal mit dem Bus davor, erbaut 1952, wissen alle wahrscheinlich, für mich immer noch ein modernes, zeitloses Gebäude. Noch einmal der 12a. Ja, das ist kein Planzug, das war anlässlich einer Straßenbahn-Sonderfahrt, weil, wie die Brigitte schon gesagt hat, darf ich Brigitte sagen? Gut, danke. Ich bin ein Freak, ja? Und Freaks fahren mit alten Straßenbahnen kreuz und quer durch Wien. Und ich als Freak organisiere natürlich auch Straßenbahn-Sonderfahrten. Jedes Jahr am 1. März-Sonntag, das schon jahrelang, nur jetzt unterbrochen durch das depperte Corona. Ob so eine Garnitur wirklich auf der Linie L in der Zusammensetzung gefahren ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und so eine Spaßgarnitur schon gar nicht. Aber im Rahmen einer Sonderfahrt stellt man halt alle möglichen Kombinationen zusammen, die die Fans begeistern. Hier in der Remise Rudolfsheim, der Messwagen. Ja, und hier noch einmal, der Triebwagen vor der Remise. Wissen Sie, warum das in der Mitte so hoch gebaut ist? Ja. Ja, gut. Wer kann es erklären? Es gab in Wien Doppelstockstraßenbahn, genau. Die hat man diese Tore gemacht. Richtig. Muss man sich vorstellen, Doppelstockstraßenbahn. Ich glaube, zwei Fahrzeuge hat es gegeben. Oder drei. Zwei Typen und drei Fahrzeuge. Ja. Einer ist umgebaut worden zu einem derartigen Fahrzeug dann. Dann hat man den Stock weggenommen. Auch schon längst Vergangenheit, vor ein paar Jahren noch totaler Alltag. Diese Type ist erst heuer, im Juli. Zuletzt auf der Linie 30 im Einsatz gewesen, ist großartig verabschiedet worden. Ja, jetzt fristet halt ein Waggon, ein Fahrzeug im Museum sein weiteres Leben. Hier der Alltag, wie wir ihn immer kennen, noch als Linie 58. 58 gibt es ja nicht mehr, ist ersetzt worden durch Linie 60 bzw. 10. Hier in der Remise Rudolfsheim in der oberen Halle. Da kommt man auch als Freak nur hinein mit einer Sonderfahrt, sonst geht es nicht. Was ist das für Linie? Der 60er in der Marie-Hilfer-Straße, genau. Der normale Alltag in der Gegenwart. Auch solche Züge fahren auf der Linie 60, das ist allerdings ein Sonderzug. Aber egal, diese Type
ist auf 60 in Einsatz, ist die letzte Hochflurtype in Wien. Und ich glaube so ziemlich auch in Europa. Die Linie 52 in der Mariahilfer Straße, eh gleich hier in der Nähe. Ja, und im Oktober sind diese letzten Aufnahmen entstanden. Und da haben wir gedacht, jetzt muss ich durch die Ullmannstraße gehen und schauen, was von der Linie 8 noch vorhanden ist. Hier bin ich in der Nähe von der Station Meidlinger Hauptstraße. Sie werden noch später dann ein Dia sehen, wo da drauf die Straßenbahn zu sehen ist. Da durch die Ullmannstraße ist der 8er gefahren. Und das ist diese Oberleitungsrosette zwischen den beiden Fenstern. Ja, wofür ich das Wort Alp kreiert habe. Genau, genau. Du, ja, na klar. Ich habe die penibel gezählt und notiert. Gell? Wie heißt das? Oberleitung? Eine Rosette, eine Wandrosette zur Befestigung der Oberleitung. Ja, Alp. Alp, ja. Ich glaube in Verlach, im Straßenbahnmuseum, gibt es eine ganze Sammlung von solchen an der Wand. Ja, hier geht es weiter in der Ulmstraße. Sehr idyllisch, alles verpackt. Der Sparkassenplatz. Richtung Gürtel gesehen. U6-Station Gumpendorfer Straße. Da hätte ja eine Abzweigung gebaut werden sollen, Richtung Margaretengürtel. Man kann das jetzt nur erkennen, und zwar rechts. Achso, ich kann das, ich zeige immer am Computer automatisch. genau, auf der rechten Seite am Ende der Station sieht man dann so einen Vorsprung. Das wäre die Abzweigung geworden dann. Hier noch einmal die U6, Linie 9, das muss dann 15er sein, also die Seite ist der 15. vom Bezirk, also am Gürtel. Das ist zwischen Westbahnhof und Urban-Loritz-Platz. Also die linke Häuserfront ist eindeutig 15er, die linke Häuserfront, ja, am Neubaugürtel. Übrigens hat es am Neubaugürtel einmal einen Christkindlmarkt gegeben. Bei mir eine ganz dunkle Kindheitserinnerung. Ja. Das ist die allerneueste Straßenbahntype, sogenannte Flexity. Da gibt es jedes Monat 2-3 neue Exemplare und die werden dann irgendwann diese alten Hochflurfahrzeuge ersetzen. Hier die Felberstraße. Durch die Felberstraße fuhr ja die Linie 9. Und 1989 ist die umgelegt worden in die Märzstraße. Hier die Linie 18. Ein 49er in der Märzstraße. Noch einmal Blick in die Felberstraße, diesmal aus der Gegenrichtung, von der Schweglerbrücke aus gesehen. Da war ich nicht Alp zählen, gell? Das habe ich mir erspart. Ja, und das neueste Schienenverkehrsmittel im 15. das war dann die U3, eben unterirdisch. Das ist gar nicht so einfach, ohne Leute das zu fotografieren, da muss man einigermaßen Geduld haben. Die neue Type, jetzt kommt ja demnächst noch eine neue Type, noch eine neuere Type heraus, der sogenannte X-Wagen. Ja. Und jetzt machen wir einen Riesensprung in die Vergangenheit. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
Und zwar ganz kurz die Geschichte vom 15. Bezirk und ich bitte um Korrektur, wenn ich was falsch sage oder vergesse. Okay? Und zwar, nach der Türkenbelagerung sind die Dörfer Rheindorf, Braunhirschen und Rustendorf entstanden. Und die wurden 1863 zur Gemeinde Rudolfsheim zusammengelegt, benannt nach dem Kronprinz Rudolf. Und östlich davon gab es 5 Haus und südlich 6 Haus. 1892 erfolgte die Eingemeindung nach Wien. 5 Haus wurde 15. Bezirk, Rudolfsheim und 6 Haus 14. Bezirk. Und 1938 sind Rudolfsheim und 5 Haus der 15. Bezirk geworden und es sind auch die Bezirksgrenzen verändert worden. 1992 ist noch der Auer-Welsbach-Park zum 15. gekommen. Und den Namen Rudolfsheim 5 Haus gibt es seit 1957. So, ganz kurz zur Geschichte. Und im 19. Jahrhundert kam es dann zu dichten Verbauung und das machte dann die Einführung innerstädtischer Verkehrsmittel notwendig. Das erste Schienenverkehrsmittel im 15. Bezirk war übrigens die Westbahn, Kaiserin Elisabeth Westbahn genannt, die von Wien eben nach Salzburg in Betrieb ging. Der Kaiser hatte seine Zustiegsmöglichkeit in Penzing, aber das ist schon wieder 14. Bezirk. Was auch ganz interessant ist, damals fuhr man die ganze Nacht von Wien bis Bad Ischl. Man hat sogar mit Schlafwagen fahren können. Jetzt kann ich einen Tagesausflug hinmachen und das nur so nebenbei erwähnt. Die erste Straßen, hier sehen wir übrigens einen Stellwagen. Ein Vorläufer von Autobuslinien. Ein Wagen gezogen von Pferden, die Räder, das waren keine Vollgummiräder, sondern Eisenbeschlagen. Das muss ja unheimlich bequem gewesen sein, in so einem Fahrzeug transportiert zu werden. Hier der Westbahnhof, die Halle, die im Krieg zerstört worden ist. Bleiben wir ein bisschen bei der Westbahn. Ein Railjet fährt auch nicht mehr vom Westbahnhof weg, sondern jetzt vom Hauptbahnhof. Somit ist diese Aufnahme auch schon historisch. Das ist die aktuelle Situation, die sogenannten Westbahnzüge von Wien nach Salzburg und München. Gut, hier wieder ein Plan. Die Schmelz haben wir schon gesehen. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Straßenbahn. Die erste Straßenbahn durch den Bezirk war die Pferdebahnstrecke durch die äußere Mariahilferstraße, eröffnet am 18.08.1869. Weiß jemand mit dem Datum 18. August was anzufangen? Kaisergeburtstag. Perfekt, Kaisersgeburtstag. Ein sehr gut für den Herrn da hinten. Und eröffnet wurde die Linie von der Wiener Tramway-Gesellschaft. Also damals im 19. Jahrhundert haben private Gesellschaften den öffentlichen Verkehr betrieben in Wien und haben natürlich konkurriert. Und darum hat es auch gegen die sogenannte Neue Wiener Tramway-Gesellschaft. 1872 ist die Remise, die südliche Remise Rudolfsheim eröffnet worden. 1873 ist eine Pferdebahnstrecke vom Gürtel nach Breitensee eröffnet worden. Und Sie sehen hier, durch die Märzstraße die Straßenbahnlinie eingezeichnet und am Gürtel macht sie so ein Bogerl. Kann man das erkennen? So ein Bogerl nach rechts. Und da hat mir die Brigitte gesagt, das ist dieser Block da daneben, das Hotel Wimberger. Und 1874 bis 1884 ist etappenweise die Straßenbahn am Gürtel eröffnet worden. Durch die Neue Wiener Tramway-Gesellschaft. 1884 ist er die Straßenbahn gefahren, Sechshauser Straße, Ullmannstraße, Pfeifergasse, Tiefenbachgasse, Ullmannstraße, Meidling. Das war der Vorläufer von der Linie 8. Wir werden dann noch das auf den Dias sehen, weil die Strecke über Pfeifergasse und Tiefenbachgasse ist 1903 schon wieder eingestellt worden.
Die Straßenbahn ist dann gefahren nur durch die Sechshauserstraßen und Ullmannstraße. Schließlich kam es 1898 zur Eröffnung der Gürtelstadtbahn, damals nicht, man weiß nicht, ob schon Stadtbahn geheißen hat, die war konzipiert als klassische Vollbahn, wie man so schön sagt. Also Eisenbahnstrecke quer durch Wien. Diente die Streckenführung vorwiegend militärischen Zwecken, zumindest war das die Absicht des damaligen Militärs. Und zu Beginn vom 20. Jahrhundert sind dann weitere Strecken dazugekommen und die hat man dann schon alle elektrisch betrieben. Und 1912 war der Ausbau vorläufig abgeschlossen. Die privaten Tramlinien wurden unter Karl Lueger zusammengefasst und kommunalisiert. So, schauen wir ein Stück weiter. Die Fahrscheine von damals. 20 Heller, 2 Euro, oder? Keine Ahnung, ich kenne die Währung nicht. Hier das Personal in der Remise Rudolfsheim und wenn Sie schauen, die Liniensignale oben, das sind sogenannte Hieroglyphensignale. Das heißt, das war äußerst kompliziert, das war eine Kombination von Kreisen, Rechtecken, Kreuzen, Farben. Und das war natürlich äußerst umständlich, das zu erkennen. Und deswegen wurden 1907 dann die Liniensignale in der jetzigen Form eingeführt. Hier der Sparkassenplatz. Vorhin haben Sie ihn gesehen, noch mit einem Baum davor, vor dem schönen Gebäude in der Mitte. Das nennt man übrigens ein Shared Place im Neudeutsch. Shared Place ist, wo alle sich gleichzeitig bewegen können. Autos, Fußgänger. Nur natürlich ist da kein Problem für die Fußgänger, weil es ja keine Autos gibt. In Wirklichkeit funktioniert das meiner Meinung nach nicht gut, weil wo Autos sind, flüchtet man doch an die Ränder. Hier in der Wertstraße, wie heißt die Kirchen im Hintergrund? Rudolfsheimer-Pfarrkirche. Bitte? Rudolfsheimer-Pfarrkirche. Aha, wusste ich nicht, danke, ich lerne noch was dazu. Hier die Linie 8 in der Sechshauserstraße. Und jetzt muss ich gleich wieder einen kleinen Einschub machen. Ich habe gesagt, seit 1907 gibt es die Liniensignale in der jetzigen Form. Was glauben Sie, wie viele Straßenbahnlinien, ich habe das herausgesucht, hat es historisch im 15. Bezirk gegeben? Nicht die jetzt sind, sondern die historisch waren. Nicht, weil jetzt gibt es den 6er, den 18er, 60er, 58, 9er und 49. 6 Linien. Wie viel hat es gegeben? Zwischen 25 und 30. Wow, der Wahnsinn, der Mann ist perfekt. Er kriegt einen Sonderpreis. Nein, es hat tatsächlich 28 Linien gegeben. Wenn Sie wollen, kann ich die ganze Liste runterbilden. Ich sage Ihnen halt ein paar. Was einfacher mal. Fangen wir mal mit den Einfachen an, mit der Linie 7. Die ist 1969 eingestellt worden, ist gefahren zwischen Stadtbahn Josef-Städter-Straßen, Gürtel, 6er bis zum Grässelplatz. Dann hat es den 8er gegeben, allseits bekannt. Dann hat es gegeben den 48er, habe ich auch schon erwähnt. Dann hat es gegeben eine Linie 50. Bis 1933. Die 50er Linie sind alle über die Mariahilferstraße gefahren. Es gab 51, der ist dann gefahren durch die Felberstraße bis zur Jonstraße. Dann hat es gegeben 53, 54, 55, 56, 57 kennen wir auch noch. 157, das war ein Verstärker vom Ring bis zum Gürtel, gehört eigentlich nicht mehr zum 15. Bezirk dazu, dann hat es gegeben den 58er bis 2017, den 59er, 18G, das war eine Linie vom Südbahnhof zur Gumpendorfer Straße und dann weiter über die damalige Stadtbahn. Und dann hat es noch gegeben die Linie 849, 8-49, von Breitensee nach Meidling.
Erst gefahren 49 entlang, den 8er, und dann nach Meidling. Dann hat es gesagt, geben wir einen 836, der ist gekommen von Nussdorf und ist nach Meidling gefahren. War vielleicht eine Heurigenlinie, bin ich mir nicht so sicher. Dann hat es gegeben einen 1052, kurzfristig im Jahre 1984. Was hat es noch gegeben? Einen E. Wer kann sich erinnern, wie 1988 die Ungarn die Mariahilferstraße leer gekauft haben? Da sind die Ungarn gekommen und haben jede Menge Elektronikwaren gekauft in der Mariahilferstraße. Damals war die Mariahilferstraße auf einem absoluten Tiefpunkt. Hat ziemlich schäbig ausgeschaut. Und die Autobusse sind gefahren bis zum Messegelände und die Leute sind dann weiter mit der Straßenbahn, mit der Linie E, zur Mariahilferstraße gebracht worden. Dann hat es auch Buchstabenlinien gegeben. Und jetzt kommen wir zu was anderem. Buchstabenlinien war eine Kombination von Radiallinien und Linien über den Ring. Das waren die Buchstabenlinien. Aber da hat es noch eine Linie gegeben, den 62-8er. Ein 62-8? Ja. Ah, den habe ich nicht. Danke. 62-8, na, okay. Den habe ich nicht gefunden oder habe ich ihn übersehen. Na gut. Buchstabenlinien hat es gegeben, dann die Linie K. Der ist dann gefahren die Jonstraße entlang, Jonstraße, Felberstraße, Mariahilferstraße, Ring, Maxergassen, Rotundenbrücke. Bis zum Jahre 1917 allerdings nur. Dann hat es gegeben den L, den habe ich selbst als Kind noch erlebt. Kann ich mich sogar dunkel erinnern an die Endstation in Schönbrunn. War ich ein Kindergartenkind. Ich muss damals schon ein Freak gewesen sein. Sonst könnte man mich nicht erinnern. Und dann hat es gegeben die Linie M. Bis 1945 vom Baumgarten in den Prater. Schließlich sogar noch eine Linie R. Von der Lenzerstraße bis zur Rijksbrücke oder Praterstern oder Rotunde. Wir haben immer wieder die Endstationen gewechselt. Dann eine S8 von Grinzing nach Meidling über Gürtel, ein S18, der ist gefahren von Grinzing zum Ostbahnhof über den Gürtel. Dann eine U8, hat mit dem jetzigen U-Bahn überhaupt nichts zu tun. Die war von 1911 bis 1925 in Betrieb von Neuwaldeck über Gürtel, 57 und 60 bis Mauer. Und dann hat es sogar noch gegeben eine Linie Z wie Zellhofer. Nein, das natürlich nicht. Linie Z war bis 1911 in Betrieb vom Neuen Markt durch die Mariahilferstraße zur Jagdschlossgasse. Und als Draufgabe noch einen Z8. Der ist gefahren Nussdorf-Neubaugürtel. Radiallinien haben übrigens die Nummern 21 bis 80, nein, bis 81 sind es gegangen. Und die Ringlinien haben die Buchstabenbezeichnungen gehabt und die sogenannten Tangentiallinien sind halt außen irgendwo gefahren. Etwa der 9er zum Beispiel ist so eine. Der 18er gilt auch noch als Tangentiallinie. Ja, und seit 1994 fährt eben die U-Bahn. So, ich hoffe, Sie sind jetzt eingeschlafen. Hier die legendäre Linie L. Als Kind ist der Vater mit mir in der Weihnachtszeit gefahren, vom 20. Bezirk, von der Stromstraße zum Schottenring. Dort sind wir eingestiegen in die Linie L, sind gefahren bis zum Westbahnhof und dann zu Fuß durch die Mariahilferstraße runtergegangen, Auslagen anschauen. Matador-Auslage, zum Herzmanski reingegangen, Maroni kaufen, dann waren wir noch bei der Mizitant und dann als Abschluss in Non-Stop-Kino. Ist euch das allen nur ein Begriff? Ich glaube, manche. Dir nicht? Außer die Mizitant. Die Mizitant nicht, nein. War immer ein Ereignis, das war immer das Weihnachtshighlight. Die Linie 9, oben an der Kreuzung Felberstraße, Schweglerstraße, Type G. Spitznamen Aquarium, das durch diesen Vorbau.
so genannt. 57er Expertenwissen, die Type. Herbert, sag's. G2. Bitte? G2, hätte ich gesagt. Die Type? G2. Nein, das ist ein H. Das ist ein H, okay. Oi, oi, oi. Ein Punkt für mich. Ja, und dann ist eben der Autobus gekommen. Ich glaube, die haben U8 oder U10 geheißen, also Autobus bin ich nicht so firm. Waren jahrelang in Wien in Betrieb, haben jahrelang das Stadtbild in den 1960ern geprägt, bis noch in die 1970er hinein. In der Schanzstraße hat es eine Autobusgarage gegeben, gibt es nicht mehr Autobusgaragen, sondern jetzt in Leopoldau und oben auf der Rackstraße und bei der Spetterbrücke. Hier die Fahrscheine, schon die moderne Variante ab 1963. Es war ja unglaublich, das Tarifwirrwarr damals. Zum Beispiel, ich als Kind habe bis 1,50 Meter Größe einen Kinderfahrschein kaufen müssen, um 50 Groschen. Am Sonntag war der Kinderfahrschein um 50 Groschen auch für die Rückfahrt gültig. Und Sie sehen die verschiedenen Streifen da. Wenn man fünfmal umgestiegen ist, hat jetzt mit der Schaffner einen Streifen gezwickt. Damit hat man die Fahrtroute nachverfolgen können. Damit hat er feststellen können, ob nicht einer breit im Gras herumfährt. Die Werkstätte Rudolfsheim, aufgelassen 1973, nach dem Bau der neuen Zentralwerkstätte Drosten in Simmering. Stadtbahnstation Gumpendorfer Straße, ich sage absichtlich Stadtbahnstation, weil damals war es noch eine Stadtbahnstation, gab noch Linksverkehr, erst mit der Umrüstung zur U-Bahn hat es den Rechtsverkehr gegeben. Ja, weil ich vorhin erwähnt habe, die Linie 9a und 63a, was verlängert worden sind bis zum Gürtel, die haben ersetzt die U6 zwischen Gumpendorfer Straße und Meidling. Weil ja eine Zeit lang Gumpendorfer Straße Endstation war, wegen der Umbauarbeiten. Man hat ja die große Brücke über das Lindtal verändert. Nicht die Brücke selber nicht, sondern die Trasse auf der Brücke hat man niedriger gelegt. Die klassische Type E. Da weiß ich noch, wie ich mit dem allerersten gefahren bin. Das war so ein ruhiges Dahingleiten. Bin ich extra von der Schule vom Nordwestbahnhof, also von der Haltestelle Taborstraße, zur Wallensteinstraße gefahren, damit ich mit dem 132er drei Stationen fahren kann. War ein Ereignis. Wie gesagt, ich war als Kind schon erfreut. So, und die schwarzen Linien, die kennzeichnen die eingestellten Strecken im Bezirk. Gut, da sind wir im 15. Bezirk. Das ist der 48er, das Stückel, was im 15. war. Dann hier ist die Felberstraße. Da hat es eine Schleife gegeben bei der Jonstraße. Das hier ist die Schweglerstraße. Das war die Linie 9 hier. Da war so zum Beispiel die Linie 51 und K. Dann hat es gegeben da durch die Linzerstraße eine Gleisverbindung. Jetzt fahren die Straßenbahnen so. Dann hier das ganze Gelände ist Rudolfsheim Zentralwerkstätte, die frühere. Das ist die Winkelmannstraße und das ist die linke Windzeile. Damit die Autos Platz haben, hat man natürlich hier die Schienen rausgerissen und die Straßenbahn fährt natürlich so. Das hier ist die Sechshauserstraße, Bahnhof Windzeile, Ullmannstraße, die Stiegergasse, das kleine Verbindungsstück. Und das ist die
Pfeiffergasse und Tiefenbachgasse, oder ist umgekehrt? Nein, ist eh richtig. Pfeiffergasse, Tiefenbachgasse 1903 eingestellt. Ja, und dann da am Gürtel ist am äußeren Mariahilfer Gürtel die Straßenbahn gefahren. Jetzt fährt sie ja am inneren Mariahilfer Gürtel. Und da die anderen Linien, auf die gehen wir nicht näher ein, weil das ist für mich immer noch verwirrend in dem sechsten Bezirk. Gut. Jetzt müssen wir wechseln. So, bevor wir zu den eingestellten Strecken kommen, noch ein paar Bilder aus etwas früherer Zeit von mir aufgenommen. Linie 58, nicht mehr als regulärer Zug, sondern extra für Tramway-Freaks als Fotozug und für eine Sonderfahrt bereitgestellt. Die Remise kennen wir ja schon. Warum das so hoch ist, wissen wir auch schon. Als der Achter noch fuhr, hier auf der Höhe von der Station, links ist die Station Burggasse, eingleisige Streckenführung, eine sogenannte Schnürstelle wegen Bauarbeiten. Die Linie 6 und ich glaube, das ist schon drüben im feindlichen Bezirk, nicht mehr im 15. Was sagt die Fachfrau? Gell, das ist schon drüben auf meiner Hilferseite. Ja. Ja, genau. Gut, das können wir rausschmeißen jetzt, gell? So, die Linie 8 aus der Ullmannstraße kommen. Ich habe sie vorher das am Computer gesehen, also auf dem anderen Bild. Die Stadtbahn, die waren gar nicht so lange in Betrieb, diese Waggon. Man hat sie dann kombiniert mit den neuen Waggon und deswegen mussten bei diesen die Trittbretter verbreitert werden. Weil sonst wäre das nicht kompatibel gewesen für die Ausstiege. Das ist die erwähnte Linie E, die von Rudolfsheim bis zum Stadion gefahren ist. Nein, nicht zum Stadion, zur Messeschleife ist sie gefahren. Dort waren die Autobusse parkiert. Noch einmal die Stadt, und das dürfte jetzt im 15. sein. Ja. Diese Hälfte. Für mich wäre logisch die Grenzziehung genau in der Mitte zwischen den Gleisen. Da tät er mir leichter. Und ich nehme an, da sind wir wieder jetzt im 7. Bezirk. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin aus dem Grenzverlauf nicht ganz schlau an einem Gürtel. Grenzmarkierungen gibt es keine. Hier die Linie 9. Wir sind wieder in Rudolfsheim. Damaliger Planverkehr. Mit den Typen, die es nicht mehr gibt, hier am Urban-Loritz-Platz. Nehmen wir an, Rand des 15. Ja. U-Bahn-Station menschenleer, muss sein Schweglerstraße oder, ja. Das habe ich fotografiert dann irgendwann so gegen Ende der 90er, als die Niederflurfahrzeuge allmählich immer mehr in Betrieb gekommen sind, die sogenannten ULF, Ultra Low Floor. Stadtbahnstation Burggasse Stadthalle. Schleife Westbahnhof. Ebenfalls beim Westbahnhof. Kennen wir auch. Was damals uninteressanter Alltag war, ist absolut historisch. Der nicht, der ist noch aktuell. Ja, das waren die letzten Einsätze dieser Bustype.
Hier steht der 57a beim Bahnhof Rudolfsheim und wartet auf weitere Einsätze. Ja, als noch Stockbusse fuhren, das ist die Gablenzgasse. Ist die auch die nördliche Grenze vom 15. Aha. Ja, dann muss diese Seite eh der 15. sein. Dann war jahrelang diese Bustype, die Standardtype in Wien. Gibt es auch nur mehr als Museumsfahrzeug. So, ich habe ja schon erwähnt, 1903 ist die Strecke durch Pfeifergasse, Tiefenbachgasse eingestellt worden. Das heißt, eingestellt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Die Strecke ist umgelegt worden. Die Bilder sind entstanden 1982, 83, 84. Der Herr Seetaler, der hier anwesend ist, der hat mich damals begleitet. Der ist wirklich bei jedem, ja, bei jeder Expedition mitgegangen, stimmt's? Ja. War lustig. War lustig irgendwie, ja. Interessant ist, das ist 40 Jahre her. Was hat sich verändert seit damals? Wir sind alle aufgewachsen mit der Zeit. Interessant muss das für Junge sein, die das nicht kennen. Für uns ist das noch irgendwo so alltäglich. Man sagt immer, in den 80ern war die Stadt so grau. Wenn ich da schaue, ist es wirklich ziemlich grau. Man beachte auch die Aufschrift links. Gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Weiter. Jetzt sollte man in der Tiefenbachgasse sein, oder? Nein, ich weiß nicht, ich verwechsel die zwei Gassen immer. Ist ja egal. Man beachtet das interessante Auto links. Alle diese Autotypen sind ja verschwunden. Und man merkt auch, die Autos waren damals bunt, die Hausfassaden grau. Jetzt ist es umgekehrt. Gut. Das ist unglaublich, diese Szenerie. Meiner Meinung nach, so schaut es sicher nicht aus, sondern sicherlich gepflegt. Ja, das ist jetzt die Tiefenbachgasse. Oder abgerissen. Das sind sicher viele Neubauten. Ja, natürlich. Nehmen wir an, dass da ein Neubau entstanden ist. Ja, ein gesichtsloser. Eh klar. Weiter. Ja, manchmal habe ich halt so eine Perspektive gewählt. Und uns ist damals schon der Autoverkehr enorm vorgekommen. Vor 40 Jahren. Und in der Zwischenzeit ist er noch ärger geworden. Backpicker? Nein, hat es damals noch zwei nicht. Zwei Radlstände. Mhm. Bitte? Mindestens zwei Radlstände. Ja. Drei Autos. Ne? So, das ist hier die Linzer Straße. Wo bis 1922 eine Straßenbahn gefahren ist, links vorne das Technische Museum. Standardauto war noch der Käfer. Ich bin jedes Jahr beim Oldtimer-Treffen in Ernstbrunn und da kreuzen solche Fahrzeuge auf, die damals alltäglich waren. Weiter. Ja, hier das Technische Museum. Man beachte, wie wenig Autos da stehen. Ja, und hier sind wir jetzt bei der Ionstraße schön langsam. Das ist zwar immer noch die Linzer Straße. Oben bemerkenswert die Verschublokomotive, Reihe 2060 oder 62, die es natürlich im Planbetrieb ebenfalls nicht mehr gibt. Und im Hintergrund das Gloriette-Kino. Kann man es erkennen? Das Braune im Hintergrund, nach der Brücke. Das Kino ist jetzt ein Radlgeschäft geworden. Das ist die Felberstraße. Im Vordergrund die Gleise der Linie 9, abzweigend in die Schweglerstraße. Und da gab es, da ist noch zu sehen, die berühmte Otzwirk-Tankstelle.
Otzwirk war ein berühmter Fußballer. Und in dieser Gegend haben sie angeblich, ich weiß es nicht, die waren hier dort, bestimmte Damen auf Nacht herumgetrieben und angeboten. War eine bekannte Strichgegend. Weiter. Wir sind hier weiter in der Felberstraße Richtung Stadtauswärts. Ja, noch einmal. Richtung Stadteinwärts gesehen. Und das ist die Kreuzung links Felberstraße, der VW fährt in die Jonstraße, rechts die Gleise von der Linie 52. Und durch die Brückendurchfahrt ist bis 1922 ebenfalls eine Straßenbahn gefahren. Ich habe schon erwähnt, Linie K und 51 haben im Bereich der Jonstraße in einer Schleife gewendet. Wie die Gasse genau heißt, weiß ich nicht, desto jedenfalls ist die Jonstraße. Meistens verstopft jetzt. Ja, wiederum in der Felberstraße. Man hat in Kriegszeiten Straßenbahnwagen für Düsseldorf verladen. Und die sind dann wieder irgendwann zurückgekommen. Unten kann man es eh leicht lesen. Gut, weiter. Ja, und das ist eine dieser Gassen mit der Schleife. Wie die Gassen genau dort oben heißen, weiß ich jetzt leider nicht. Ich glaube, das ist die Fensterkasse. Notiert habe ich es auch nicht, bitte. Ich glaube, das ist die Fensterkasse. Ja. Ich glaube es dir. Haben wir schon vorher gesehen. Die Aktion der Straßenbahn nach von Düsseldorf. Was ist das da links vorne? Ich bitte mir ein, es ist ein Gleisrest. Oder eine Bremsspur von einem Auto. Ich glaube eher eine Autobremsspur. Das ist der Blick Richtung Felberstraße. Weiter. Ja, noch einmal die ganze Gasse Richtung Felberstraße gesehen. Das hier ist die linke Windzeile. So eine Aufnahme können Sie in der Sommerzeit gar nicht machen. Ja, da ist immer viel los. Das ist eindeutig Herbst. Irgendein Herbstnachmittag. Hat man heutzutage keine Chance, das so ohne Autos zu fotografieren. Absolut chancenlos. Weiter. Ja, das war die Einfahrt der Linie 18G auf die Stadtbahn bei der Gumpendorfer Straße. Das heißt, die Straßen, die Stadt, die 18G musste ja wechseln von rechts auf Linksverkehr. Weiter. Ja, das ist ebenfalls in dem Bereich. Weiter. Und das war die Ausfahrt. Rechts. Also da, wo ich stehe als Fotograf, da war quasi die Ausfahrt. So nahe kommt man jetzt ja gar nicht mehr hin. Gut. Hier noch einmal 48a bei der Stadtbahnstation, damals noch Stadtbahnstation, Burggasse Stadthalle, wie komme ich auf Nussdorf? Man sieht das Logo S für Stadtbahn. Ja. Hier ist das die Gablenzgasse? Bin mir jetzt nicht sicher. Nein, ist es nicht. Bitte? Herbststraße. Ja, da war ich mir unsicher jetzt. Gut, nun mal weiter. Hier noch einmal am Gürtel. Das ist seitenverkehrt. Ja, ihr könnt euch bemühen, jetzt die Plakataufschrift zu lesen. Wer schafft es?
Das ist der äußere Mariahilfergürtel. Ja. Gut, tun wir weiter. Ist halt einmal eins verkehrt drin. Dafür ist das richtig. Also da ist die Straßenbahn früher gefahren, auf der 15. Bezirksseite. Weiter. Und hier sehen wir die Situation, wie es früher war. Weiter. Und hier die Situation 1983 oder 84. Noch einmal am Gürtel. Das ist der äußere Mariahilfergürtel, wo die Straßenbahn eben früher gefahren ist. Sechshauser Straße. Jetzt kommen etliche Bilder von der Sechshauser Straße. Hier die Station unter der Stadtbahn am Gürtel. Das ist die Stiegergasse. Eine Zeit lang ist die Linie 18 noch von Rudolfsheim durch die Sechshauser Straße gefahren und ist da eingebunden worden in die Ullmannstraße. Und erst später hat man dann den letzten Rest in der Sechshauser Straße stillgelegt. Weiter. Ja, und so hat die Situation ausgeschaut Anfang der 80er. Damals reichte noch ein kleiner Citybus auf der Linie 12a. Also wenn man heute fährt mit 12a, findet man oft nicht einmal mehr einen Sitzplatz in den Normalbussen drin. Kann man sich nicht vorstellen, dass so ein kleiner Bus gereicht hat. Weiter. Wir sind jetzt am Ende der Sechshauser Straße. Rechts muss man sich vorstellen den ehemaligen Bahnhof Windseile. Links geht es dann Richtung Rudolfsheim, Richtung frühere Zentralwerkstätte. Es sind damals noch die Gleise gelegen, sind in der Zwischenzeit natürlich alle verschwunden. Weiter. Ja. Alles Sechshauser Straße. Eine der schönsten Straßen im 15. Stimmt's? Na klar. Nachdem du dort wohnst, muss es so sein. Na, da links ist die Hauptschule. Hast du jetzt nicht mehr, wie heißt das jetzt? Neue Mittelschule. Ja. NMS. Das Sechshauser Bezirksspital. Also nicht in dem Gebäude, sondern im vorigen Gebäude. Und aus dem wurde dann das Elisabethspital, das zu klein wurde. Was für mich interessant ist und damals nicht beachtet wurde, ist die Hausschrift, also auf der Fassade. Solche Schriften sieht man ja gar nicht mehr. Ja, manchmal hat man halt, wenn man einen Bus erwischen wollte, Kompromisse eingehen müssen und hat sich die Schnauze vom Auto im Vordergrund. Heutzutage mit Computer kann ich es wegschneiden. Man beachtet den VW-Bus, links den Bulli, rechts den Bulli, war der Spitzname der VW-Busse. Weil es meine eigenen Bilder sind, ich will mich nicht selber loben, ganz sicher nicht, aber wenn ich mir es jetzt 40 Jahre später anschaue, fasziniert mich schon, wie sehr sich das Stadtbild geändert hat. Ich nehme an, dass eine Reihe dieser Geschäfte auch schon längst nicht mehr existiert in dieser Form. Ja, wir sind jetzt im Bereich von den Gleisen von der Zentralwerkstätte. Wie die Gassen dort genau heißen,
Eine heißt Icheringgasse und wie heißen die noch? Anschützgasse. Bitte? Anschützgasse. Anschützgasse, genau. Sieben-Eichen-Gasse. Ja, Sieben-Eichen und so. Welche Gasse das jetzt ist, muss die Anschützgasse sein. Ja, genau, weil der fährt, oder? Fährt der Richtung stadteinwärts. Wo steht denn am Schild oben drauf? Rudolfsheim. Na, dann wird es die Anschützgasse sein. Ich glaube, die fährt in nördliche Richtung. Dann ist das der Blick nach Süden. Hier ist der Bereich der Remise Windseile. Wenn man nicht alles täuscht, biegt an der Mauer rechts oben ein Alp. Ja. Das grüne Auto, das ist ein Fiat, ein kleiner, oder? Wer ist Autoexperte? Links ist ein Volvo. Na, der grüne? Das ist ein Simca. Aha, weil ich bin nicht so ein Autofan. Weiter. Ja, hier ein Leichenwagen in der Nähe von der Hauptwerkstätte, da von der damaligen. Damals wurden nämlich Leichen zum Zentralfriedhof auch mit der Straßenbahn transportiert. Da in die Halle hinein ist eine Straßenbahn gefahren. Die Halle hat einen eigenen Namen gehabt. Die Fetzenkammer. Bitte? Die Fetzenkammer, genau. Und was hat es da für Bewandtnis gehabt? Ich habe es gelesen, aber vergessen. Aha. Und da ist man mit der Straßenbahn reingefahren. Naja, es sind Gleise. Ja, schon, aber das ist, hat auch zum Gelände der Hauptwerkstätte gehört. Und das war eben auch halt sofort innen verbunden. Stimmt, das war innen verbunden, genau. Gut, weiter. Ja. Da sieht man noch die Gleisreste. Alles dort oben in dem Gelände. Gassennamen weiß ich leider nicht, wo sie passen. Das ist was für die Experten. Bahnhof Windseile, da ist er natürlich nicht da, sondern da war dieser Bahnhof. Der Verlag Jugend und Volk hat damals dort residiert, was jetzt dort ist, weiß ich nicht, ich war schon Jahrzehnte nicht mehr dort. Winkelmannstraße. Noch einmal bei der Hauptwerkstätte. Ein Wagen der Type H. Haben wir schon gesehen, das ist mal von der anderen Seite. Dort hat auch der 63er Endstation gehabt. Der ist von dort weggefahren, über den Windfluss drüber, ein Stück weiter rechts vorne, da an der Hausecke war das Kino. Das Tivoli. Das Tivoli-Kino. Ich glaube, das existiert noch als Sex-Kino, bin mir aber nicht sicher. Bitte? Ja, ja. Doch noch. Ich war mit meiner Frau im Tivoli-Kino, aber nicht im Sex-Kino wohlgemerkt. Wir haben einen Insektenfilm geschaut, ja. Aber auch nicht über Gebienen. Dann haben sie eh schon auskennen. Ja, die Situation vor 40 Jahren, wesentlich hat sich die nicht geändert, bis auf die Autotypen. Und hier noch einmal die Winkelmannstraße Richtung Norden gesehen. Warum man die Tramway umgelegt hat auf die jetzige Trasse, liegt auf der Hand. Man braucht die Winkelmannstraßen für den Autoverkehr, weil da geht es ja rauf auf den Grünenberg, beziehungsweise kommt man vom Grünenberg runter.
Außerdem braucht man die Fläche für den Autoverkehr auf der Windzeile Richtung Stadt auswärts. Gut, wir sind jetzt am Ende angelangt mit einem historischen Bild. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr fadisiert und möchte noch aufmerksam machen, ich bin als Hobby beschäftigt mit Bücherschreiben. Wer Interesse hat, kann sich die Bücher hier anschauen und sogar käufliche. Ja, auch das gibt es. Gut, Dankeschön. Ich bin als 12-Jähriger, habe ich angefangen, das Straßenbahnnetz zu erforschen. Ich bin zum Beispiel nach Stadlau gefahren, damals war die Endstation noch eine Stockgleisanlage, wenn man sich erinnern kannst, von Bahnschranken. Und dann bin ich mal gefahren Richtung Rosenzersdorf und es ist so endlos dahin gegangen, dass ich ausgestiegen bin. Ich glaube, da bekomme ich nicht mehr zurück. Ich habe mich nicht bis zur Endstation vortrat, das habe ich erst 1970 geschafft. Noch vor der Einstellung. Und im 39er bin ich rausgefahren, die Gans, habe ich noch gesehen. Ja, die habe ich als Kind noch gesehen. Und ein 106er runter. Bin mit den Arbeitern dann über die Brücke gegangen und in den 80er eingestiegen und wieder Richtung Heimat gefahren. Mit 10 Jahren alt war ich so ein Kinderradl gehabt und bin von der Stromstraße zur Nordbahnstraße gefahren. Nein, zur Lassalle-Straße, Und war ganz fasziniert von diesen mir völlig unbekannten Tramway-Typen, die dort unterwegs waren. Und das war dazu in einer derart dichten Reihenfolge. Da sind ja mehrere Linien gefahren.